So, da bin ich auch schon wieder zurück, nämlich mit der neunten Aufgabe. Und zwar suche das versteckte E aus dem Ladebildschirm. Und ihr wisst vor allem, es ist der letzte Buchstabe. Wenn ihr bisher alle Missionen gemacht habt, dann bekommt ihr nämlich definitiv den Skin hier. Also ich werde ihn halt nach der Runde bekommen. Ich werde den Skin natürlich auch zeigen, kein Problem. Aber vorweg, weil wir das Thema Skins haben. Ich werde ja öfters gefragt, kannst du mir einen Skin schenken? Bla bla bla. Kann ich natürlich im Endeffekt nicht jedem einen schenken, weil ist klar, würde den Preisrahmen ein bisschen sprengen. Dazu aber gleich was. Wenn du gerne Custom Games spielst und Lust hast, dich zu beweisen in meiner Community, dann würde ich sagen, bist du bei mir genau richtig, denn ich mache Custom Games mit Preisgeld. Erstmal nur wochenmäßig. Derzeit haben wir erstmal angefangen mit 2 Wochen, aber ich denke mal, wir werden das verkürzen irgendwann auf 1 Woche, weil es ist halt doch schon recht effektiv, würde ich sagen. Weil klar, jeder will das Geld haben, jeder will sich beweisen und ich will einfach der Community einfach was zurückgeben. Aus dem Grund mache ich das halt alles mit den Custom Games. So, wie sieht's derzeit aus? Derzeit 3 Siege, Kokoman. 2 Siege Mansuri und Schlips und Fire SMG, aber ist eher bekannt unter Toxi. Der hat bis jetzt, die haben zusammen 2 Siege, also sie ist alles noch eng. Da ist keiner, der sich wirklich komplett durchsetzt. Ich habe eigentlich Geheimfavoriten, aber der hängt ein bisschen hinterher. Aber erstmal dazu, dann geht es jetzt um die Skins. Wie mache ich das? Ganz einfach, wenn ich 800 Skins, 800 V-Bucks zusammen habe, verlose ich einen Skin. Wo bekomme ich diese V-Bucks her? Durch Rettet die Welt. So, wir haben uns dazu entschieden, dass wir halt jedes Mal, wenn wir 800 V-Bucks haben, gehe ich in den Shop rein, guck, was ist da. Wenn die Community im Livestream quasi sagt, ja, der ist ganz cool, den kannst du ruhig verlosen, dann wird der verlost. Sollte die Community allerdings sagen, nee, warte lieber noch morgen oder so, gucken, ob ein besserer da ist, dann machen wir das natürlich so. Wenn du natürlich bei dem Ganzen jetzt mit teilhaben willst, dann gerne ein Abo da lassen, Glocke aktivieren, aber nicht für mich, sondern für dich selber, damit du einfach siehst, wann ich ein neues Video hochlade. Zum Beispiel in einem Shop-Video wirst du dann halt immer sehen, wie viel V-Bucks ich habe, ob ich in dem heutigen Tag eventuell einen Skin verlose oder eben nicht. Und natürlich, was die Custom Games betrifft, kannst du dir selber ausdenken. Wenn das was für dich ist, gerne halt wie gesagt ein Abo da lassen. Wenn es aber um die Skins geht, musst du bitte eine Kleinigkeit noch machen, so wie Face Sofien BTW das auch gemacht hat, mir einfach eine Freundschaftsanfrage schicken. Und zwar an yt-familyhack. So, dann auf Annehmen. Und warum musst du das bitte machen? Hier die Freundschaftsanfrage nehme ich erstmal direkt wieder an. Wir gehen kurz in den Itemshop rein, dann zeige ich euch das nämlich. Ich kann euch ja nur einen Skin schenken, indem ich als Geschenk kaufen mache. Jetzt sehen wir schon, hier ist das Ganze möglich. Kein Problem, V-Bucks werden aufgerechnet. Hier kann ich klicken, wie ich will. Da passiert nichts. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich mit ihm noch keine 48 Stunden befreundet bin. Warum ist das so? Weil Epic Games einfach aus Sicherheitsgründen sagt, Leute müssen 48 Stunden miteinander befreundet sein. Erst dann können Leute sich gegenseitig Skins schenken. Ist einfach nur, falls dein Account gehackt wird, dass dann halt einfach deine V-Bucks verballert werden. Und ich denke mal, alle 2 Tage guckt man ja schon mal ins Spiel rein. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch jetzt langsam zur Aufgabe. Ich bin gerade überlegen, ob ich es lieber in der Solo-Runde machen soll oder nicht. Weil ich würde eigentlich behaupten, in Solos ist es einfacher als in Gruppenkeile. Weil in Gruppenkeile könnte es sein, dass wir auf der anderen Seite landen. Deshalb würde ich das echt lieber im Solo-Modus machen. Müsst ihr halt selber entscheiden. Kann sein, dass ihr 2, 3 Runden braucht. Kommt drauf an, wie die Route ist. Aber in der Regel würde ich jetzt behaupten, ist Solo einfacher. Weil in Solo-Matches landen die Leute eher da, wo natürlich der Loot ist. Aber für den Buchstaben heute brauchen wir eigentlich nur ein paar Mats, wenn überhaupt. Und das war's eigentlich dann schon. Weil wir werden gleich gucken, wo er ist. Wir sehen ja gleich den Ladebildschirm. Und da seht ihr schon, das ist der Ladebildschirm, wenn ihr 8 Aufgaben fertig habt. Und das E ist hier oben bei Battle Royale über dem R, also auf der Laterne. Und ich habe schon gesehen, auf der Laterne selbst kann man, glaube ich, nicht landen. Deshalb brauchen wir definitiv Mats. Ich bin mir überlegen, ob wir da wirklich genau auf der Brücke landen sollen, weil da stehen ja eigentlich, meine ich, sogar Autos rum.
Bei der Laterne selbst traue ich mich ehrlich gesagt nicht abzubauen. Nicht, dass der Buchstabe irgendwie weg ist oder so. Aber da gucken wir jetzt einfach mal rein. Und wie gesagt, die Skins, die hier alle zu sehen sind, haben wir ja schon. Wir haben jetzt alle Skins freigeschaltet bisher. Wir haben alle Missionen gemacht. Also ich denke mal, da sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Und ihr seht ja, vom Level tut sich bei mir nicht mehr allzu viel. Liegt daran, dass ich einfach so viel Custom Games mit euch mache. Weil logischerweise, ihr wollt natürlich auch die Siege einfahren. Und euch eventuellen Vorsprung rausarbeiten. So, wo ist die besagte Brücke? Die Brücke ist genau da. Da die Brücke. Ich muss unbedingt meine Controller-Einstellungen ändern, ey. Man sieht es auch, wenn ich aneime. Die ist total beschissen. So, wir fliegen direkt darüber. Es könnte auch sein, dass wir viele sehen wegen der Schwimmaufgabe, aber die habt ihr ja natürlich schon erledigt, sonst werdet ihr hier nicht nach den Buchstaben suchen. Da brauche ich auch jetzt keine Werbung machen mal für andere Aufgaben, weil wenn ihr den Buchstaben schon sucht, dann habt ihr die anderen Aufgaben natürlich auch schon erledigt. So, wir probieren aber trotzdem auf der Laterne zu landen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht schon zu tief, aber das müsste eigentlich noch klappen. Ich hoffe halt nur, dass ich jetzt gerade der Einzigste bin zwischen Bots und normalen Leuten, die auf dieser Scheiß-Laterne, Entschuldigung, auf dieser Laterne landen wollen. Oh nein, nein. Das sieht nicht nach einem Bot aus. Und wie gesagt, die Laterne ist genau hier, die in der Mitte. Ich probiere da jetzt trotzdem drauf zu landen. Mach jetzt keinen Blödsinn. Der andere da unten ist schon am Schwimmen. Gut. So, gerade fürs Thumbnail. Wir kennen ihn ja. So, E einsammeln. Und schon haben wir es geschafft. Ja, willst du das epische Spitzhackenduell? Ja, dann leckt es. Super. Hast du es auch? Warte. Wir müssen uns töten. Nein, dann leckt es, wie blöd. Ah, aber der Kill trotzdem. LOL. Wo kommt er denn her? Ein Fisch. War klar, dass es ein Fisch ist. Was soll's auch sonst sein? Ein Fisch, der schön aus dem Hinterhalt kommt. Und wetten, er will selber den Buchstaben? Natürlich. Wir sehen natürlich nicht, weil wir ihn schon selber haben. So, dann gehen wir auch direkt mal wieder zurück. Wie gesagt, da oben seht ihr, über der Laterne ist der Buchstabe. Jetzt will ich erstmal wissen, wie der Skin aussieht. Ich bin aber überlegen, ob wir noch ganz schnell eine Runde reinspringen sollen. Dass wir wirklich sehen, wie der Skin aussieht. So, ist er jetzt schon im Spind? Wo ist er? Da ist er. Zack. Direkt mal gucken. Ja. Ja. Nicht schlecht. So, dann gehen wir wenigstens gerade mal kurz in die Lobby, damit wir den mal in Bewegung sehen, den Skin. Auf jeden Fall nice. Auch die Waffe in der Hand. Also der Skin ist, ich persönlich finde, das ist einer der besten Skins, die wir hier durch den Battle Pass haben. Aber ich habe eben schon gesehen, es kommen wohl noch mehr Missionen. Also es ist nicht unsere letzte Mission gewesen. Wenn ich mich da eben nicht ganz verguckt habe, kommt da nämlich definitiv noch mehr, weil der Battle Pass soll ja bis, lasst mich lügen, Anfang Februar gehen. Was in meinen Augen viel zu lange ist. Klar, wir werden noch Aufgaben bekommen, aber ich hoffe trotzdem auf jeden Fall wöchentlich. Aber eventuell dann mit Weihnachtsskins. Ja gut, das Rückenaccessoire denkt ihr euch jetzt einfach mal weg. Aber es interessiert mich jetzt doch mal. Ah, es geht ist schon nice. Kommt sonst noch einer hier damit rum? Da nicht, Blaumütze. Ja, mal gucken, was hier so in der Lobby rumrennt. Naja, sonst glaube ich noch nicht. So, jetzt interessiert mich doch mal gerade mit den. Ihr seid jetzt mit dabei. Da waren doch eben noch mal Missionen, oder habe ich mich da verguckt? Ich meine, da wären noch mehr Missionen gewesen. Also jetzt nicht bei Alter Ego, sondern bei Herausforderungen. Da ist klar. Ah, wir können auch da noch was suchen. Also haben wir doch noch was zu tun. So, aber hier hinten habe ich auch noch was gesehen.
Da, in 7 Tagen kommen doch die nächsten Missionen. Also, wir kriegen doch noch ein bisschen Content. Und dann würde ich sagen, euch viel Spaß mit dem Skin. Wir gucken nach den nächsten Aufgaben. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.